Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen ETH 2 Video hier vom Cruising the Balkans Event. Wir stehen hier immer noch in Kragujevac in Serbien. Und das ist mittlerweile einen Tag später. Die Auftragslage ist minimal besser, aber trotzdem absolut miserabel. Und bevor die beiden Aufträge, die beide nach Sarajevo führen, das sind die einzigen Aufträge, die da waren, bevor die weg sind, nicht mehr schnell. Das dauert ein bisschen, muss ich ein bisschen nach hinten gehen. Also wir haben halt immer noch hier vorne Belgrad und dann haben wir ganz viel Bulgarien und Türkei und Rumänien. Wir haben sogar Slowenien. Aber Slowenien. Ja, warum nicht? Fahren wir nach Slowenien. Getränke von Shuttle Cola nach Wilko in Laibach, Slowenien. Wahrscheinlich heißt es gar nicht Laibach, sondern das ist nur die deutsche Bezeichnung. Der deutsche Name. Deswegen warten wir mal ab. Ach Quatsch, wir sind gar nicht in. Wir sind hier in Novi Sad und nicht in. In Kragujevac. My bad. Wie konnte ich das bloß vergessen, dass wir in Novi Sad sind? Wir fahren nach Ljubljana. Da haben wir es nicht einfach da steht, ne? Ich glaube, ich ändere das jetzt auch. Das triggert mich zu sehr. Gut, steht da natürlich immer noch, aber. Schon mal besser. Lass uns loslegen. Biege nach rechts ab. Da ich den Regenfrosch eingestellt habe, ist natürlich nach dem Schlafen auch der Regen jetzt erstmal da. Oh Gott. Da wird es allein mit dem Bremsen jetzt auch anders wild. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Und dann bleiben sie immer geradeaus. Ja, okay, man rutscht definitiv. Richtig gut und weit. Demnächst rechts abbiegen. Erstmal die 20 Kilometer nach Novi Sad rein. Demnächst links abbiegen. Was ist denn Nachtfahrt? Halt ja für ein Gerücht, ne? Dann würde ich so sagen, sollten wir uns vielleicht noch mal hinhauen, damit wir das Ganze bei Tag erleben. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Achso, nee. Wir fahren nach Wilko. So rum war's. Ist aber ganz schön laut hier wieder. Der Regen hier. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Okay, 70, na, meint.
Also irgendwie ist es mit diesem. Also ja. Oh Gott. Wir schon hier am Driften. Ja, genau. Ich habe auch gesehen, dass es ja halt mit den dynamischen Billboards ist, das ist ja auch. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ne, irgendwann mal dazu gekommen ist. Ein Patch. Was halt echt super nice ist. Biege nach rechts ab. Meine Güte. Interessant, dass hier die Fußgänger dann keinen Übergang haben, wenn man hier fährt. Mensch, da können wir ja direkt bei hier, ne? Ich weiß nicht mal, wie der Kohlepfiff gerade hieß. Sulfur Cola, glaube ich. Kommen wir über Sulfur Cola. Oder wie auch immer sie gerade heißen. Und sogar direkt pennen. Ja, wenn wir nicht bei Nacht fahren. Noch ein bisschen was von Kroatien und Slowenien sehen. Oh Mann, wir müssen echt mal eine Route fahren. Wo wir an der Adria langfahren, die Küste da. Das machen wir auf alle Fälle nochmal. Ja, kann ich glaube ich auch so machen mit LKW, mit Anhänger. Da haben die auch so hauen. Shuttle Cola. Nah dran. Immerhin ein paar Buchstaben richtig. Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Ja, noch nicht ganz, denn wir hauen uns noch mal kurz aufs Ohr. 540 Kilometer sind's. Das wird dann. Wo kam ich her? Ich kam daher, ne? Ne, ich kam hierher. Ich kam hierher. Ich muss auch auf jeden Fall noch mal irgendwie schauen, dass ich. Das und ob ich es hinbekomme, heute noch mal eine Folge aufzunehmen, ich bezweifle es sehr stark. Biege nach rechts ab. Einfach wieder super schlecht getimed das Ganze. Indem ich gestern. Ja, mal wieder viel zu lange wach war. Viel zu lange wach war, um hier. Es regnet immer noch, crazy. Um heute noch was aufzunehmen. So, schauen wir mal. Die Reise geht hauptsächlich über die A3. Die dann plötzlich dann zur A2 wird. Nachdem wir Kroatien verlassen. Und ja klar, noch über Split halt, ne? Über Split und Podgorica. Und das ist, glaube ich, dann so die mehr die Scenic Route hier. Ja, dann wollen wir 540 Kilometer. Wir können auch voll ausfahren, bis auf Landstraßen. Dann dürfen wir nur 80 fahren. Biege nach links ab. Da kommt nichts, da kommt auch nichts. Da. Wo kommst du denn her? Das ist ja frech.
rechts ab. Nee, ich glaube, ich schaff's heute gar nicht mehr. Gar nicht nach Plan und zweiten Video. Was belastend ist, weil ich hätte. Ja gut, dann muss ich halt. Muss ich am Dienstag das eine Video aufnehmen. Biege nach links ab. Ist ein bisschen suboptimal, ist aber okay. Danke fürs Fahren. Wäre halt so am besten gewesen, wenn ich es hinbekommen hätte, da ich am Montag, also in meinem Fall morgen, dann das eine längere Video aufnehme. Ja, dann wird es wahrscheinlich morgen so sein, dass ich dann zwei Videos mache, ein kurzes und ein langes. Belastend. Muss ich aber auch gut timen, also was heißt gut timen? Es hat ja auch schon was, ne? Also mit dem riesigen Wetter und dann dem Sonnenuntergang. Aufgang. Untergang, genau. Bisschen früh. Der Novis hat. Habe ich gerade eben, glaube ich, gar nicht gesehen, oder? Zweite Ausfahrt. Dann erstmal Richtung. Na. Echt doch Richtung Belgrad, okay. Ich bin mal gespannt, ob ich heute auch wieder über Landstraße fahren muss. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Beschleunigen wir das kurze Stück hier nochmal. Auch wenn es relativ sinnfrei ist. Oh. Ja, wir bremsen wir hier sowieso, weil rechts kein Durchkommen ist. Mal wieder. Ist die Ampel. Ich sage jedes Mal wieder Ampel, dass die Schranke immer so langsam, lange braucht zum Hochgehen wieder. Das ist auch eine Ungewöhnung. Ja, darf ich beschleunigen? Ja, danke. Kommt nix. Halt echt nur 13.000 dafür. Also ich glaube, es wird halt echt darauf hinauslaufen, dass ich dann mir einen Curtain Cider hole. Weil der, ach, was war das noch? Hat es gerade geblitzt? weil der Kühlguttransporter und der, oh, ich habe gerade den Namen wieder vergessen. Das andere, was ich im letzten Video gesagt habe, weil die kosten 90 bzw. 130.000. Und ja, ich glaube, es gewittert. Wo es blitzt, waren zwei leicht hinten gefühlt. Aber es ist nur so ein Gefühl. Was haben wir hier? Milos the Great. Oh. Schon, das war ja. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Ja, auch eine Stadt. Biege nach rechts ab.
ab Richtung Zagreb. Oh. Enges Kistchen, enges Kistchen. Ich habe nicht mit so einer so arg kurvenreichen. Ja. Autobahnwechsel gerechnet. Ich habe eher so an einen von diesen ganz langgezogenen Smoothen-Abfahrten gerechnet. Aber dem war nicht so. Wir halten uns an Zagreb erstmal. Von Zagreb geht's dann nach Ljubljana. Bitte links halten. Immerhin können wir 90 ausfahren, ne? So ist ja nicht. Also vorankommen wir ganz okay. Wenn wir nicht wieder ausgebremst werden würden. Das Gefühl, die für. Also, wenn das so weiter bleibt bei den Regeln, dann waren die 20%, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Aber minimal. Also, bei ATS weiß ich, dass ich das, glaube ich, runtergestellt habe. Wobei, vielleicht auch nicht, kommt halt drauf an, ich fahre mir noch nur 80, fällt mir drauf, aber jetzt wollte ich auch gar nicht mehr beschleunigen, wobei ich aber nicht weiß, ob ich dieses Profil, worauf ich fahre, das muss neuer sein, weil ich habe nämlich damals, als es nur Kalifornien und Nevada oder in Arizona gab, da habe ich nur, habe es darunter gestellt, weil, naja, wie häufig regnet es schon in der Wüste? Das kommt vor, kann vorkommen, aber ist jetzt nicht so häufig. Deswegen weiß ich, dass ich es damals darunter gestellt habe, aber ob ich das jetzt irgendwie danach normal gemacht habe, auf dem neuen Profil, das weiß ich nicht. Ausfahrt rechts. Dann geht's jetzt nach Kroatien rein. Ist dann eigentlich auch in Ordnung, wenn ich dann morgen dann 2 mache. Wobei, wir sammeln halt echt gut Time. Da ich eigentlich, ja. Es sind halt schon eine Media halt da daran rein investiert wird und nicht, hoppla. Mein Fehler, da wollte ich nicht draufdrücken. Aus Versehen mal wachgehupt. Ja, dann eigentlich. Habe ich anderes vorgehabt. Aber gut, ist auch eine Stunde. Das 2-Stunden-Video ist eigentlich auch nur eingeschoben. Aber ja. Danke fürs Weiterfahren.
Sicherheitskontrolle. Ach ja, da war ja was, das dauert viel länger. Ich bin noch zu sehr an die Schnelligkeit von ATS gewöhnt. Oh, warum Warnblinker? Warum hat er Warnblinker an? Alles die wilde Manöver da vor uns. Ja, wenn es noch rangehen halt gibt, dann denke ich mal, dass wir da durch müssen. Wäre das zumindest schon mal relativ sinnig. Ach. Ich muss mich dran gewöhnen und mir mal merken, dass diese verkackte Ampel. Verkackte Schranke. Dass das keine vernünftige Schranke ist, sondern wieder so eine, ja, warten Sie mal 3 Stunden, bis wir hochgehen, Schranke ist. Immerhin nur auf dem Truck. Und nicht auch noch auf die Fracht. So, dann ist das dritte Mal jetzt Röntgenhalle. Wäre ja auch cool, wenn es ein Achievement gibt, wenn man irgendwie 10-mal oder 100-mal durch eine Röntgenhalle musste. Also musste, weil man die Anweisung bekommen hat. Gehen wir mal kurz so auf 50 und dann vielleicht runter wieder auf 30. Oh, auf beiden kommt man ja sogar einfach so durch. Sehr schön. So, dann können wir jetzt ja wieder Gas geben nach Zagreb bzw. Richtung Slowenien nach Ljubljana. Okay, in Kroatien dürfen wir 80 oder wie? Oder ist es aktuell noch nur wegen des Kreuzes hier? Wir werden es erfahren und der Regen hört auf. Ne, 90 dürfen wir auch, wunderbar. Dann kommen wir weiterhin so gut voran. Zagreb 323 Kilometer. Ich war noch auf der höchsten Stufe. Gut zu wissen, ich dachte, ich war schon auf der höchsten Stufe gewesen. Weil das ist ja kurz nach Zagreb, wenn wir es. Wenn wir auch nur noch so 370 Kilometer haben. Ich merke schon, ich habe wieder viel zu wenig getrunken fürs Brabbeln. Und ja. Hab mal wieder nicht so wirklich was griffbereit, sondern das ist nur noch ein Pfützchen. Einen kleinen Tropfen. Auf dem heißen Stein. Mehr oder weniger. PS4 tatsächlich 80. Gestern sogar schon angeschlossen. Zwar nicht so, wie ich es mir erhofft habe, aber weitestgehend. Also ich habe mir gedacht, ja, wahrscheinlich kann ich ja
Ich habe eigentlich genügend HDMI-Kabel da. Also gerade so ausreichend, dachte ich. Da ich dann quasi den Monitor an den Splitter anschließen kann und dann sowohl Switch als auch PS4 leicht umstellen kann. Aber ich habe einen zu wenig. Und was ich vergessen habe, also ein PS4-Controller. Ja, ich weiß zwar jetzt gerade nicht, wie es heißt, aber. Wobei der linke Joystick, glaube ich, dass der so teilweise so einen eigenständigen, leichten Rechtsdrang hat. Was mich auch leicht triggert. Genauso wie mich triggert, dass. Im Aufladen, dass da irgendwie ein Wackelkontakt drin ist. Kann es auch schon sein, dass er vorher da war, aber ich immer gedacht habe, das ist vielleicht wegen des Kabels, aber. Oder war es damals schon so? Weiß ich nicht. Na gut, er ist ja auch schon jetzt mittlerweile alt. Ziemlich alt sogar. Ich war gerade von wann? 2019 war das? 2017 oder so? Und dann drehe ich irgendwie. Also ja, mal schauen. Ich bin mal gucken. Mal schauen, was am sinnigsten ist. Ob ich das dann auch Montag mache, dass ich dann in den Stadt gehe und mir dann was HDMI-Kabelmäßiges hole und eventuell einen weiteren Controller. Mit denen kann ich ja weiterhin auch benutzen und so, ne, und auch aufladen und dies das andere, aber. Dann kann ich zumindest, wenn der Akku mal alle ist, muss ich ja nicht direkt den aufladen, sondern hab dann schon weiteren, die ich dann einfach nur noch connecten muss. Da hat mir jetzt auch Neverwinter gestern auch schon gezogen und auch eigentlich schon relativ, kann man eigentlich sehen, wie viel Zeit man schon mal rein investiert hat. Ich weiß es nämlich gerade gar nicht. Müsste doch eigentlich gehen, ne? Auf jeden Fall habe ich schon gestern, ich glaube, das müsste einen neuen Charakter halt gemacht und ich glaube, ich könnte es ja vom Achievement halt, von den Achievements vielleicht sehen. Ja, ich glaube schon. Hab da schon ein bisschen rein. Es ist mittlerweile Level 8 dort. Aber es geht ja auch eigentlich relativ schnell. Sorry. Ja. Hoppla. Na gut, ich ja. Oh doch, ja. Ich glaube mindestens 4 Stunden. Wenn ich das gerade so richtig sehe. Content. Und ja, also mit großer Wahrscheinlichkeit werde ich noch da dann Opening-Videos zu machen, aber ich habe jetzt so ungefähr den Plan, dass ich ja. Ein Plan, genau. Also ich habe ungefähr einen Plan, wie ich am Anfang halt so, ne, ein bisschen
nebenbei so Geld mache, also AD mache. So kommt dann auch der passiven Variante. Ich muss mal schauen, ob ich es hinbekomme, dass ich vor... Ja, mir schon mal so eine kleine Alt-Army aufbaue, aber ob ich die Alls vorher schon hinbekomme, weiß ich nicht. Das erstmal muss das AD ran, ne? Also du wirst wahrscheinlich in Kürze auch dort, also im neuen Jahr, dann Videos geben. Hoffe ich. Ich hoffe, dass ich es so hinbekomme, wie ich es mir vorstelle. Und das ist nicht so ein Ding, ist ja okay, Video gemacht, aber hey, du kannst es nur bei YouTube hochladen. Wäre zumindest schon nice, wenn so eine... Ich glaube, ich könnte es im Prinzip auch runterziehen, oder? Auf einer Platte. I guess. Maybe. Eventuell. Ansonsten wäre es halt nice, wenn es halt quasi so... Weiß ich nicht. PlayStation.com/myaccount/gallery oder sowas. Wenn wir uns dann irgendwie darüber machen können, aber ich bezweifle, dass es geht. Oder wenn man das über World Wide Web dann quasi auf den Google Drive hochladen kann, ne? Das wäre auch nice. Das wäre sogar noch fast besser. Aber ja. Ist eigentlich auch ganz interessant, wie dann so die Dinger sind, wie die... Habe ich ja den direkten Vergleich, wie so der Markt ist, was für was so weggeht. Habe jetzt auch zwar wieder einen Cleric gemacht, was ja auch mein Second Char war, also quasi mein First Alt. Ach, immer wieder die 80 hier, ey. Das zieht einem immer die Hosen aus. Wo war ich? Ah ja, aber ich habe jetzt nicht ein Devote-Cleric wie am PC, sondern was ja eine Healer-Rolle ist, sondern ich habe mir jetzt, oder ich werde auf Arbiter gehen, weil, ja, ich habe beim Kumpel mal gesehen habe, also als gesehen, sowohl gesehen als auch selber mal während es ein Dings-Event gab, während es ein Stronghold-Event gab, bin ich mich auch irgendwie auch auf seinen Account eingeloggt und das war schon nice mit dem Arbiter-Cleric. Es ist prinzipiell gar nicht so. Oh, erst nochmal halt in Zagreb Road to the Adriatics. 9 out of 30. Und Ljubljana ist ausgeschildert. Also, wie gesagt, eigentlich sind's. Haben wir auch 80? Nee, ne? Nee, okay. Prioritäten sind eigentlich woanders. Aber. Ich werde das dann wahrscheinlich auch schon Montag oder Dienstag machen. Je nachdem. Ich muss auf alle Fälle mal gucken, wann. I don't know, wie es gerade heißt. Ich nenne es einfach als Stadtbüro, keine Ahnung. Bürgerbüro, irgendwie sowas. Wann die aufhaben, dass ich dann hier den Bums mit dem Perso machen kann. So. Ob ich das morgen mache? Am Montag? So, ich lasse mich jetzt nicht verarschen. Was, hier ist oben? Wer? Okay, danke. Das ist ja noch... Das vierte Mal noch ein Kanal. Das ist ja noch beschissener, dass man... Ich bin mir nicht sicher, ich wollte gerade sagen.
Ist ja noch beschissener, dass die auch oben sein kann, dass man einfach nur durchfahren kann. Das ist ja hart belastend. Zweimal in einer Fahrt durch die Röntgenhalle, das ist ja auch schon schön. Und dann noch mal hier rum. Wo lang ist ja egal. Die werden doch bestimmt auch irgendwann mal unten sein, die Schranken. Ne? Da kann man sich nicht drauf verlassen, hier auf dem Grenzübergang von Kroatien, ne, ja doch, von Kroatien nach Slowenien. Das ist doch safe so. Auch dass die Schranke dann, also die vordere Schranke da unten ist. Also das ist doch einfach nur getrickt und gerickt. Ist schon landschaftlich auch wieder super nice. Oh. Okay. Warum bremsen wir wieder hier? Weil Unfall festgefahren, alles. Novo Mesto. Joron brauche ich nicht. So schäbig noch hier nicht. Dass ich jetzt schon zu Goal ansetzen kann. Bitte links halten. Aber sicher doch. Okay, nach dem Tunnel geht es dann wieder rechts raus. Also rechts raus in Anführungszeichen. Rechts halten. Ja. Ausfahrt rechts nehmen. Dann können wir gleich die Getränke bei. Nimm die Ausfahrt rechts. Danke fürs Ausbremsen. Nach, wer war das nochmal? Wilko, genau. Wilko war dort gewesen. Von die Einhörner, die hören bei Wilko aus. Der Hall am Ende. Bin Lyubienko, war das so? Rechts halten. Sah so aus. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Oh.
bin ja schon rechts. Ausfahrt rechts. Bisschen abbremsen wäre nicht bad. Und wir sind in Ljubljana. Oder wie wir Deutsche sagen würden, Laibach. Aber ich bleibe bei Ljubljana. Demnächst rechts abbiegen. Natürlich. Ist auch mal in Ljubljana. 10 von 30 von Road to the Adriatics. Doch interessant, die kleinen Steinchen, nennen wir sie mal so. Kleine Steinplatten da. Im Kreisverkehr. Biege nach rechts ab. So, man direkt weiß, wenn man im Gegenverkehr ist. Ach, im Gegenverkehr. Auf der anderen Spur noch. Der nächste Kreisverkehr ist unser. Rausfahren. Oh, was haben wir denn hier? Und dann rechts ab. Kann mich gar nicht darauf konzentrieren gerade. Biege nach rechts. Aber eine neue Firma. Und nochmal ein Kreisverkehr. Ja, wir sind Europa. Falls wir es nicht schon wussten, wir sind in Europa. Was haben wir denn da vorne? Ich mache mal noch eine kleine Ehrenrunde. Und schau mal das an. Wobei ist auf der anderen Seite, ne? Ja gut, Ehrenrunde geht ja auch. Nimm diese Ausfahrt. Neue Route finden. Am Kreisverkehr vierte Ausfahrt nehmen. Vielleicht kriegen wir es ja auch hin, in der Kamerafahrt ein Foto von zu machen, dass wir dann beide Sachen quasi ausgemerzt haben. Schauen wir uns mal den Aussichtspunkt an. Laibach, Grand Adventurer 1 von 15. Wobei wir wahrscheinlich eher von dem anderen das Foto machen sollten. Machen wir nochmal gleich fix. Und schauen uns erstmal Ljubljana an. Aqua Bay. Nice. Da haben wir das Gebäude, wo wir gerade waren. So, stehen. Max et Aldi. Was das auch immer das sein soll. Ich habe kurz eine Vermutung gehabt, ob es vielleicht ein Kino sein könnte. Ich habe keine Ahnung. Wind of my soul. Das ist ein Kino. Oder ähnliches. Gehen wir mal kurz in den Fotomodus. In den Fotostudio-Modus. Und machen davon ein Foto, damit wir das auch haben. Das östliche Panorama von Ljubljana. War ja schon wieder was anderes gesagt. Da können wir raus. Ja. Die Antwort ist ja. Ah, ist ein Hotel. Profil fotografiert. Östliches Panorama von
Ljubljana. So, dann liefern wir erstmal bei Wilko ab. Die warten ja jetzt schon lange genug. Aber so viel Zeit muss es sein. So viel Zeit musste sein. Schon wieder Mini-Kreisverkehr. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Oh, dann musst du sogar direkt raus. Diese Ausfahrt. Ne, wir sind dann direkt drauf, ne? Moment. Super eine einfache Abladestelle. Dann müssen wir uns gleich noch aufs Ohr hauen. Das ist aber auch cool mit dem Backup hier und so. Und bergauf. Ja, gefällt mir gut. Dann laden wir mal die Getränke ab. Ausgezeichnete Getränke von Novo Sad nach Ljubljana geliefert. Gefahren der Strecke 564 Kilometer. Dauer 47 Minuten. Da braucht der Kraftstoff 238 Liter und das war der 153. ETS-2 World of Trucks Auftrag. Ich habe knapp 14.000 dafür und 840 Erfahrungspunkte. Dann fahren wir nochmal eben zum nächstgemöglichen Schlafplatz, im Idealfall eine Werkstatt. Reparieren dann den Truck und fertig zum Losfahren. Dann war es auch gewesen. Für die nächste Fahrt brauche ich gar nicht nachgucken, weil das wird safe dann nicht mehr da sein. Da wird jetzt ein bisschen Zeit vergehen für. Zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja. Erstmal alles mitnehmen. Souvenirs. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst rechts ab. Ja, im Bobtail kann man hier ganz gut einig alles mitnehmen mit 50. Mit Bobtail ist es dann wieder ein bisschen anders. Biege nach rechts. Mit Trailer, meine Güte. Links halten und dann links abbiegen. Na klar. Biege nach links ab. Da wollen wir mal Kohle liegen lassen. Kommen wir wahrscheinlich wieder unter 90.000. Ja. Ich verdiene einfach nichts. Oh, bisschen Platz ist noch. Never mind. Kostet mir immer ganz aus. Ja. Ich würde sagen, in dem Sinne bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Cruising the Balkans Event Video wieder. Tschüss.